Vorratsverlust ist eine Auftragquest. Maschinen haben zwei Tenakt-Soldaten angegriffen, die Vorräte von Salz bis zum Gedenkhain transportiert haben. Ein von ihnen wird noch vermisst. Wir sollen Litay finden, das haben wir schon gemacht, indem wir einfach nur hergereist sind. Gab es plötzlich ein Häkchen. Und wir sollen die Warenschlitten untersuchen. Und die Warenschlitten sind hier. Ne? Sieht ja schon aus wie ein Schlitten. Und da klickt man jetzt mal drauf. Es scheint, als ob die Tenakt nach dem Angriff Waren bergen wollte. Ließ sie sie zurück, als sie rennen musste? Vielleicht bringen sie mich zur Soldatin. Suche nach Spuren. Okay, also geht jetzt hier ab. Spurenfindung. Da. Spuren von der vermissten Tenakt. Hier ist irgendwie da so ein großes Geräusch hier. Ich habe keinen Bock wieder auf Krimhörner. So, da gucken wir mal hier. Ja, hier sind ein paar Kisten verstreut. Also die Soundkulisse ist ja manchmal sehr beängstigend. Ich sehe niemanden, aber trotzdem hört sich an, als ob ich hier in Jurassic Park unterwegs bin. Schon sehr komisch. Aus, als ob die andere Tenakt hier rübergerannt ist. Ich gehe lieber mal geduckt, ne? Man weiß ja nie, was hier auf einen zugespringt kommt. Da drüben kämpft auch gerade einer. Aber der kann ja kämpfen, ne? Vielleicht macht er ja schon die Maschine alleine kalt. Das muss die andere Tenakt sein. Hey, Betar schickt mich. Bei den Zehen, der Sack hat es geschafft. Ich dachte, wir wären beide tot. So, hier brauchen wir eigentlich Plasmaschaden. Haben wir ja bisher auch noch nicht. Wir würden sagen, ja, da geht's los. Ich tue schon mal mehrere Pfeile reinladen hier. So, den haben wir erstmal ein bisschen flach gelegt. Sind gerade benebelt von meinen Dreierfallen-Kombis. Ja, damit hast du nicht gerechnet, mein Freund, hä? Hey, Leute, in der Haus! Zack! Hey, Leute, in der Haus, mein Freund! Du bist weg vom Fenster! Mehr Maschinen kommen! Oh, shit. Das wollte ich nicht, dass noch mehr Maschinen kommen. Jetzt sind die richtig ja angeturnt. Die wollen jetzt auch alle von Aloy fertig gemacht werden. Ich höre auch schon Gräber hier. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen gucken, wer hier wo irgendwo rumspringt. Solange ich die Monster oder die Maschinen selber nicht sehe, so lange sehen die mich nicht. Das ist meine Taktik. Was ist denn das hier mit dem Gift? Das ist aber auch so eine kleine Ratte hier, oder? So, jetzt hingehen. Drauf! Nochmal heilen, drauf! Kann man sehr, sehr viele Bären verlieren innerhalb von wenigen Sekunden. Machen wir mal was anderes. Das Eis sollte sie werden. Ach du Himmel. Der will jetzt aber nicht zu uns, oder?
Ein Donnerkiefer? Nee, ne? Der ist nur Nebendarsteller. Hoffentlich. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu heftig gleich. So, den versuchen wir mal mit Blitzen zu machen. Der war ja ganz nett mit Blitzen, glaube ich. Angriff! Keine Zeit zu zögern! Du störer Dummkopf! Hast mich nicht enttäuscht! Ein Schlag und Aloy liegt lang. Ich komme hier gar nicht weg, ey. Da kann man ausweichen, wie man will. Die treffen auf jeden Fall ihren Schlag. Okay, Planänderung. Planänderung, das würde ich auch sagen. Ich glaube, das macht doch gar nicht so viel. Entweder vertausche ich die jetzt gerade. Aloy, trink was! Boah, bis die Aktion macht zum Saufen. Oh, das war. Also das ist wirklich sehr gefährlich, wenn Aloy so lange zum Trinken braucht. Also da sind die Bären tatsächlich ein bisschen schneller. Aber dafür sind Heiltränke halt wesentlich effektiver, ne? Das ist halt der Vorteil. Aber wir haben halt noch einen Mutstoß, ne? Also wenn jetzt der Donnerkiefer gleich um die Ecke kommt, den wir da schon gesehen haben, würde ich schon fast einen Mutstoß favorisieren hier. So. Der ist jetzt auch weg. Du hast es geschafft. Ich kann nicht glauben, dass ich lebe. Ich auch nicht, du. Ich habe jetzt so viele Ressourcen verschwendet. War ja Wahnsinn. So, okay. Reden wir mal mit der. Ich glaube, jetzt ist auch schon Questende. Litay und Witty, hallo. Danke. Wärst du nicht da gewesen, wäre ich jetzt Maschinenschrot. Alles, was ich tat, war deinem Freund dir ja nur etwas mehr Zeit zu verschaffen. Du erzählst was. Ich bin an der Straße kaum am Leben geblieben. Das glaube ich gern. Ich hoffe, ein paar der Waren sind noch in Ordnung. Ich auch. Nahrung ist immer knapp. Die Soldaten am Hain brauchen Rationen. Wir können nicht wieder nach Salzbiss gehen, um mehr zu holen. Ich helfe ihr wieder auf die Beine und dann ziehen wir, was übrig ist, aus dem Dreck. Mir knurrt schon der Magen. Danke, Fremde. Wir werden dir das nicht vergessen. Bleibt gesund, ihr beiden. Ganz wichtig. Bleibt immer schön gesund. Das war der Auftrag, Vorratsverlust.